Das war schnell. Oh Gott, gleich sind sie da. Schneller. Inzwischen haben wir ein neues Biom erreicht. Ey, die sind hartnäckig. Ich laufe jetzt einfach mal diesen See entlang. In der Hoffnung, dass ich etwas finden kann. Oh, ich hab was gefunden, seht ihr? Einen Obdachlosen. Gut, hier geht's hoch. Und bist du immer noch da? Natürlich. Oh, hier ist ein Skelett mit der verzauberten, mit einem verzauberten Bogen. Auf den habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Gut, das Schaf, das tut mir nichts, das ist friedlich. Und hier ist unser erster Creeper. Lauter Schäfchen, oh, ein Creeper, ein pelziges Arschloch. Er hat sich selbst getötet, das erleichtert meinen Job. Dankeschön. Halt, Moment, jetzt hat er meinen Job geklaut. Und was ist das da? Das sieht ja seltsam aus. Ich glaube, das nehme ich mir mal genau unter die Lupe. Okay, wir haben bald Mitternacht. Ich gehe jetzt mal an Land. Oh, scheint hier nur ein Ödland zu sein. Hallöchen. Gut, wir müssen aufpassen. Denn die ganzen Viecher, die können jetzt auch... frag mich nicht, welche Version das war, aber... Die Zombies und so, die haben sich jetzt angewohnt, dass sie in der Regel hinter Bäumen sich verstecken und ein Enderman. Ja, ihr seht, wir decken die Karte langsam auf. Bis jetzt haben wir lauter Bäume gesehen. Oh, der Enderman, der hat sich gerade geblinkt. Ist ja süß. Oh, Sonne. Ich beschwöre den Sonnengott. Er wird euch alle umbringen. Aber so wie es mir scheint, sieht es so aus, als wären wir auf einer kleinen Insel. Kommt mir irgendwie so vor. Ich glaube, ich nutze jetzt gleich die Gelegenheit und crafte mir ein Boot. Denn damit können wir die ganze Map viel schneller aufdecken. Gut, dass ich zufälligerweise ein bisschen Tropenholz gesammelt habe und zufälligerweise sollte ich das Schwert niemals weglegen, denn das kann tödlich sein. Gut, nur mal die Lage checken, ob da noch jemand da ist. Oh, die despawnen. Weicheier, die wollen nicht sterben. Naja, wer will denn nicht sterben? So, jetzt nehmen wir den Crafting Table wieder mit. Ich glaube, ich platziere hier einfach mal eine Fackel. Nur um zu zeigen, dass wir hier schon mal waren. Falls wir mal wieder vorbeilaufen sollten. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal ein wenig an. Also momentan sieht es für mich klar nach einer Insel aus. Aber man weiß ja nie, vielleicht ist... Oh, seht ihr das? Hier waren wir schon mal. Und zwar damals, als wir die Schafe gesucht haben. Das sind noch die Erdblöcke, die uns damals den Weg zurückgezeigt haben. Ich dachte schon, es geht mein Boot kaputt. Mann, das wäre vielleicht peinlich. So, aber Bootfahren will gelernt sein. Nö, ich bin ja nicht SpongeBob, der... Oh, hier ist Bambus. Ich bin ja nicht SpongeBob, der jedes Boot zerstört, das er fährt. Ja, ich würde jetzt mal sagen, wir schwimmen mal um die Insel herum.
Falls es eine Insel ist, ich glaube, dass es eine Insel ist. Ja, und jetzt, wenn wir so weiter schwimmen, müssten wir eigentlich theoretisch nach Hause kommen. Also zu unserem Haus. Ja, das kann jetzt zwar ein bisschen langweilig sein, ich gebe es zu. Aber die Map aufzudecken hat ja auch noch nicht geschadet. Erstmal schwimmen wir um das ganze Zeug herum und dann später erkunden wir das Landesinnere. Ja, und hier ist auch wieder eine Markierung. Nein, ich werde das Boot nicht zerstören. Kacke. Das passiert mir jedes Mal, ich kann nicht bremsen. Also gut, dann eben noch ein weiteres Boot. Yippie. Immerhin kriegen wir Stacks dafür. So, gut, dann nochmal dasselbe. Gut, und jetzt müsste unser Haus zu sehen sein. Ja, genau das ist. Ha, und das sind sogar noch die Schafe. Oh Gott, ich kann nicht bremsen. Fahr nach links. Oh. Puh, das war knapp. Hallo Schäfchen, hallo Melonen, hallo Kartoffeln und Karotten. Gut, dann, dann schwimme ich mal weiter. Oh, hier ist Land. Verdammt. Ja, das ist hier der Punkt, an dem wir damals die neue Welt erreicht haben. Na, jetzt aber. Tschüss. Okay. Okay, okay. Scheiß drauf. Aber mir fällt gerade auf, sie sieht irgendwie aus, als wäre das eine Halbinsel. Kommt mir irgendwie so vor. Denn hier da, wo unser Haus jetzt ist, ist es, glaube ich. Kann es sein, dass es eine Halbinsel ist? Das ist hier eigentlich der einzige Übergang zu dieser Hauptinsel, wie ihr sicherlich sehen könnt. Ich glaube, ich gehe jetzt mal dort lang. Und in diese Richtung. Diese Richtung wollte ich schon lange mal erkunden. Einige von euch bestimmt auch. Wer weiß. Gut, was ist denn das eigentlich? Achso, das ist der kleine Lavasee, dieser rote Pixel da. Seht ihr da in diese Richtung? Wo? Ich hab's euch gesagt. Aber wisst ihr, was das für eine Höhle ist? Das ist die Höhle, die wir vor ein paar Parts erkundet haben. Die Höhle schreit nach uns. Mensch, diese verdammten Löcher. Kennst du das auch, Kuh? Ich zeig's dir mal. Verdammt. Okay, gut. Hier ist ein Dschungel. Kann es sein, dass wir hier. Ja, wir sind immer zurückgelaufen. Super. Wir wollten eigentlich dort lang gehen, glaube ich. So, hier ist eine Kuhherde. Eine Querde, wenn man es so will. So, und was ist das? Hier ist ein Meeressee, sag ich mal. Eine Lagune. So, und hier ist das Meer. Wenn wir hier dort lang gehen, dann erreichen wir den Ort, an dem wir vorhin waren. Ich schwimme jetzt mal hier rüber. Weil hier geht's nicht weiter. Und während ich hier schwimme, erzähle ich euch etwas über die aufregenden Abenteuer von. Ihr wisst schon wem. Nein. Ich fresse anstelle einer Geschichte zu erzählen etwas. So, okay. Ja, hier ist der Dschungel, den wir vorhin durchkämmt haben.
Nachts. Welche Ironie. Ich glaube, jetzt wird es wieder Nacht. Wo ist denn die Sonne? Die Sonne ist hier. Ich sollte vielleicht die Sonnenuhr hier hinstellen. Oh, ich sinke. Ich glaube, den Meeresboden, den könnten wir auch einfach mal erkunden. Man kann den Meeresboden ja mit Wassereimern erkunden. Haben wir vielleicht Eisen dabei? Dann könnten wir es vielleicht. Nein, schade. Na, jetzt habe ich hier einen kleinen Lagover. Und hier ist ein Ocelot. Gerade gespawnt, frisch gespawnt. Frisch vom Mods, von dem Weltmods. Nee. Okay, nochmal. Frisch von dem Weltdingens, ne? Von dem Weltspawner, whatever, gespawnt. Und sogar Babykätzchen. Bist du ein Babykätzchen? Egal. Map Generator, genau. Verdammt. Gut, die Uhr sagt, es ist Mittag. Tendenz zu Nachmittag. Gut, jetzt gehen wir mal dort lang. Und erkunden die neue Welt. Wir sind quasi ein Konquistador. Aber wir müssen aufpassen. Es können ja jederzeit Ureinwohner uns angreifen. Und die Ureinwohner wären, ihr habt's erraten, die garstigen Gesellen, die explodieren, Pfeile auf uns schießen und untot sind. Und stöhnen. Oh, und was ist das? Ich will es gar nicht wissen. Einfach weitergehen. Weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Gut, jetzt müssten wir den Tigerbiom, das Tigerbiom gleich erreicht haben. Ich glaube, danach mache ich mir jetzt auch langsam auf den Weg nach Hause. Ich glaube, wir haben jetzt inzwischen schon Part 99 erreicht. Natürlich könnten wir auch in Part 100 noch weiterkunden. Ich glaube. Fledermaus! Wo? Hilfe! Jage mir keine Angst ein, ich bin bewaffnet. Aber die Insel, die sieht schon interessant aus. Oder was meint ihr? So, und hier ist der Tigerbiom. Oh! Hier ist wohl gerade jemand gestorben. So Fallout-mäßig, ne? Ein Sumpfbiom neben einem Tigerbiom? What the f. What the fuck? Really? Vielleicht finden wir ja im Sumpfbiom ein Hexenhaus. Oh, es wird Nacht. Verdammte Hacke. Wer weiß, vielleicht ist ja der Ort, wo unsere Staffel 1-Welt ist, aber ich glaube es nicht. Denn unsere Staffel 1-Welt, die ist ja auch in so einem Sumpf- und Tigerbiom. Außerdem müssen wir jetzt auf Slimes aufpassen, denn die spawnen in einem Sumpfbiom. Eine weitere Bedrohung. Naja, gut. Jetzt haben wir auch schon gleich den Rand der Map erreicht. So, und ich würde sagen, an der Stelle mache ich jetzt auch Schluss für heute und dann sehen wir uns im Staffelfinale wieder. Also, bis zum 100. Part, Leute. Macht's gut.